So, nächste Runde. Nächste Runde, nächstes Glück. Ja, momentan habe ich nur so Halburlaub. Ich mache jetzt momentan noch ein bisschen was für den Kanal. Die Specials für diesen Monat, die ich noch machen will, sind noch nicht ganz fertig. Aber ich mache so Semi-Urlaub, so Halbtag zurzeit. Und habe jetzt eben, ich habe es eben beim letzten Mal schon erzählt, nutze jetzt die freie Zeit zum einen, um meine Insel in Animal Crossing mal wieder ein bisschen aufzuräumen und zu dekorieren. Und zum anderen habe ich mich ein bisschen in Unity reingearbeitet und mache da gerade immer wieder so Tutorials, weil ich echt gerne einen 2D-Plattformer machen würde. Und ich mache mir da keine Illusion, auch so ein einfacher 2D-Plattformer ist ein Riesenprojekt. Das wird Monate und Jahre meines Lebens in Anspruch nehmen. Vor allem neben dem Kanal habe ich nicht viel Zeit. Ich werde auf super viel Hürden stoßen und ich werde verzweifeln. Aber ich würde es wirklich gerne machen. Ich hoffe, dass das was wird. Und da bin ich gerade so ein bisschen beim Evaluieren, was realistisch ist und was man wirklich machen kann und so weiter. Nein, falscher Winkel. Na, immerhin, gar nicht so schlecht. Ja, das war gut. Dankeschön. Mist, das war nicht so gut, der Sprung, aber passt schon. Die beiden Propeller... Mist, da war ich jetzt aber selber schuld. Das habe ich echt super mies getimt. Aber die sind immer gefährlich. Na, diesmal kann ich nichts dafür. Ich wurde geschubst. Schubsen soll gegen die Regeln sein hier, finde ich. Oh, ich dachte schon, ich werde wieder weggefegt. Tja. Aber, was wirklich schon ziemlich Urlaub ist, ich schlafe einfach so lange, wie ich schlafen will und schaue nicht auf die Uhr, weil mir läuft nichts davon. So Halbtagskanalbetreuung kann man auch noch um 2 Uhr nachmittags machen, wenn es ist. Das ist schon mal ziemlich cool. Nein, komm schon, ich krieg's einfach nicht hin. Ist egal, das war ziemlich gut hier zu landen. Das nehmen wir auch schon. Ui, ja. Yeah. Oh oh, das wird nix. Zurück in den Checkpoint gekickt. Okay, auch nicht schlecht. Hey! Manchmal springen die einfach nicht. Na super. Was mache ich denn hier? Okay. Passt schon. Sind wir noch gemütlich. Gemütlich qualifiziert. Aber die letzten 2 Augustwochen sind dann wirklich Urlaub, habe ich mir fest vorgenommen. Wenigstens 2 Wochen ist wirklich Hardcore-Urlaub. Ich meine, da werde ich vielleicht auch ein bisschen mit Unity was machen, aber das mache ich ja auch gern. Das ist ja auch keine Arbeit für mich, aktuell zumindest doch nicht. Aber da wird nichts für den Kanal gemacht, nichts, kein Kommentar beantwortet, kein Like vergeben. Ich schaue nicht mal in meine Statistiken. Da wird der Laptop verbrannt. Da mache ich gar nichts. Damit es dann im September wieder voll losgehen kann. Das ist schon wirklich ein lustiges Spiel, Vollgas. Also ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt geholt hätte, wenn es nicht im PlayStation Plus Abo mit drin gewesen wäre. Weiß ich wirklich nicht. Aber es ist schon sehr lustig und wie gesagt, hat super viel Potenzial, glaube ich. Da bin ich wirklich gespannt. Ich meine, aktuell sind es nicht so viele Minispiele. Ich glaube, sind es 30 oder so, wenn überhaupt. Oh, oh Gott, Vater, ey. Das ist so ein bisschen wie mit den Eiern, das wir schon gespielt haben, nur mit riesigen Bällen. Das ist pures Chaos, dieses Spiel. Das ist absolut nur noch Chaos. Ich glaube, das ist auch pures Glück, ob man da gewinnt. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon Strategien gibt oder Leute, die besonders gute Ballkontrolle haben. Ich habe das Gefühl, das ist einfach nur Chaos. Die Bälle fliegen durch die Gegend und es ist reines Glück, ob man am Schluss, wenn die Zeit ablauf, genug Bälle in seiner Seite hat oder nicht. Naja, wenn das eigene Team die Bälle rüberschiebt zu den anderen, dann das geht natürlich so gut los. Nein! Ah.
Na, dann nehmen wir halt den Ball. Versuchen wir es zumindest. Ja, abgefälscht. Passt zum anderen Roten und er ist drin. Das war gerade richtig schön, oder? Habt ihr das gesehen? Richtig schöne Flanke zu dem anderen Roten da drüben. Und der Kopfball und voll in unsere Zone. Perfekt. So muss das sein. Wunderschön. Wir sind hier zu viel Blaue in unserer Basis. Das gefällt mir nicht. Komm her, Freundchen. Du bleibst hier. Du schubst meinen Ball nicht mehr aus der Zone. Verlängerung, weil Gleichstand ist, aber nur zwischen dem Blauen und dem Gelben. Und jetzt sind wir dann wieder die Leidtragenden. Wetten, jetzt fliegen wir dann raus, obwohl es wegen den anderen beiden Verlängerung gab. Das ist unfair. Nein, oh Gott, es passiert wirklich. Es gibt nochmal Verlängerung. Jetzt bringt doch mal den Ball über eure Grenze. Okay, jetzt, schnell, Zeit auslaufen, schnell. Wir haben 3 Bälle, alles ist gut. Nein, jetzt ist wieder Gleichstand zwischen Blau und Gelb. So wird das nix. Oh oh, jetzt fliegen wir wirklich 0 Bälle. Das ist so gemein. Ja genau, deswegen mag ich das Spiel nicht. Das ist einfach so gemein, finde ich. Wenn man wenigstens irgendwie während der Wenn das Team, das bei der ersten Verlängerung die meisten Bälle hat, vielleicht wenigstens schon gewinnen würde und dann müssen die anderen beiden es noch unter sich ausmachen. Ich weiß es nicht genau, aber das ist für mich so komplett random. Man hatte gerade noch irgendwie 4 Bälle, plötzlich hat man keinen mehr. Die Bälle fliegen durch die Gegend. Das ist einfach nur Glück. Das mag ich nicht so gern. Da hat man überhaupt kein Mitspracherecht, wie es ausgeht. Oh, das würde ich jetzt gerne spielen, aber leider bin ich nicht mehr dabei. Ne? Ich muss noch aussteigen. Ich habe vergessen, den Aussteigeknopf zu drücken. Wir könnten zuschauen, aber der Parcours, den mag ich echt gerne. Ich hoffe, den kriegen wir heute nochmal, weil den finde ich am allerschwersten. Ich finde, der ist mit Abstand das Schwerste und macht auch wirklich Spaß, finde ich, dadurch. So. Schon mal an Pummelparty gedacht. Mit Viewer zusammen. Man muss ja nicht im Voice sein dafür. Ich habe mir das mal angeguckt, aber nie wirklich ernsthaft. Aber wartet mal, wir könnten eigentlich hier auf der PS4 gemeinsam spielen. Hat das einer von euch auf der PS4? Will jemand einsteigen? Ich kann hier sogar Spieler einladen. Habe ich noch nie getestet, habe ich noch nie gemacht. Das können wir echt gern machen. Das finde ich sogar cool. Also wenn das irgendwer von euch für die PS4 hat, der jetzt hier im Chat ist und sagt, ja, da spiele ich mit, dann möge er jetzt chatten oder auf ewig schweigen. Oder mir später Bescheid sagen, das geht auch noch. Dann trinke ich schnell einen Schluck, bevor ich das nächste Spiel starte. Und dann machen wir das. Ihr könnt auch mich einladen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, das sehe ich irgendwo. Na gut, keiner schreit hier. Dann... Landsquid vom Birdfall Guy. Ich verstehe. I see what you did there. Dann spiele ich noch eine Runde allein, aber das Angebot steht. Irgendwie, aber wahrscheinlich liegt es vor allem dran, weil die aktuell immer noch mit den Server zu kämpfen haben. Ich hatte auch schon 2 Serverabbrüche mal zwischendrin. Die sind, glaube ich, immer noch ziemlich überrannt. Aber irgendwie werden am Anfang kommen nie 60 Spieler in eine Gruppe. Nie. Dafür muss man nicht lange warten. Das starte ich lieber mal mit 55. Und dafür geht's gleich los. Aber ich glaube, da müssen die noch ein bisschen feintunen bei ihren Servern. Ich würde schon, aber meine PS4 geht nicht mehr an. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Da habe ich echt Glück. Die ist zwar mittlerweile schon so laut wie ein Flugzeug, aber zumindest geht sie noch problemlos. Nein, du blöder Bommel. Ah, wir haben es noch durchgeschafft. Der Bommel ist gemein.
Oh, das wird knapp. Nee, überhaupt nicht knapp. Voll chillig. Das ist auch ein netter Parcours. Die Rennen mag ich wirklich durch die Bank. Alle. Also ich weiß nicht, die haben auch schon in Interviews gesagt, dass die mehr Mechaniken auch wirklich, mehr Spielmechaniken einführen wollen. Bin ich gespannt, weil da theoretisch gibt es da natürlich, ich meine, wenn man sich Mario Party anguckt, das Potenzial ist endlos. Aber ich glaube, auf neue Rennen freue ich mich trotzdem immer am meisten, wenn was Neues eingeführt wird ins Spiel. Also so mein aktueller Stand. Ah ja, die Teamabschweifung. Die haben manche Spieler den Schwanz und manche nicht. Und die ohne Schwanz müssen die mit den goldenen Waschbärschwänzen da fangen. Aber natürlich von den anderen Teams nur. Und das Team, das am Schluss die meisten, oder beziehungsweise das Team, das am Schluss die wenigsten Schwänze hat, verliert. Oh, Entschuldigung. Das war mein eigenes Team. Ich bin verwirrt. Ich kenne mich nicht mehr aus. Warum verfolgt der eine Grüne? Du hast schon einen. Du musst ihn nicht verfolgen. Ups. Ich weiß nicht, in welches Team der Hotdog gehört. Ins Gelbe, glaube ich, oder? Komm her, Hotdog. Gib mir deinen puscheligen Goldschweif. Ja! Nix wie weg hier. Ich chill hier einfach mal. Solange keiner Anspruch erhebt, bleibe ich hier einfach mal und throne hier. Hallo. Ah, oh Gott, ihr macht mich alle so nervös hier. Was macht ihr denn? Geht alle weg, das ist mein Platz. Ich throne hier. Oh oh, da kommt ein Schweifanwärter. Nix wie weg hier. Oh Gott, oh Gott. Mir wird's jetzt zu bunt. Ich will weg hier. Okay. Team Grün for the win. Mein Gott, Team Blau. Oh, jetzt habe ich's echt. Okay, dann nimm du ihn. Ist okay, aber bewache ihn mit deinem Leben. Ich organisiere mir einen neuen. Ah, nein, der Falsche. Nein, jetzt haben wir echt... Ja, ich habe mir noch einen geholt, aber das zählt nicht mehr. Aber er ist an mir, seht ihr? Er ist an meinem Hintern. Aber es hat nicht mehr gezählt. Aber das ist unfair. Das ist unfair. Den hatte ich noch. Den hatte ich noch. Jetzt haben wir wirklich nochmal zum Schluss... Also wirklich... Gemeinheit. Braucht 30 Minuten zum Laden. Ja, ich glaube, so lange spielen wir noch. Ich will zwar später noch ein bisschen The Last of Us 2 spielen, bevor wir dann zur PS5-Event gehen, aber eine halbe Stunde spiele ich bestimmt noch. Bei der Vorlage, es hilft ja nichts, Katka. Ich verstehe schon. Aber wenn dich jemand erwischt, schweifst du ab. Ganz genau. Schauen wir mal in den Shop. Ich habe so viel normale Nicht-Gewinner-Währung. Ja, warum nicht? Kaufen wir uns das Baseball-Outfit. Die Farbe finde ich eigentlich gerade ganz cool. Da will ich gar keine von den anderen kaufen. Und ich würde echt gerne noch schauen, dass wir noch eine Krone kriegen. In den nächsten 18 Stunden. Oder ich dann privat, damit ich mir noch die Uhu-Hosen holen kann. Oder Beine eher. Aber ich glaube, ich muss nicht mal gewinnen, weil man kriegt hier irgendwo noch eine Krone. Oh, die ist aber weit hinten. Naja, mal schauen.
Ich meine, theoretisch könnte ich mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, was die Entwickler jetzt geplant haben, aber theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass neue Minispiele tatsächlich frühestens in 60 Tagen ins Spiel kommen, weil so lange geht die erste Season. Und könnte gut sein, dass die das Spiel jetzt im Grunde so belassen während der ersten Season und dann erst quasi mit einem ganz neuen Repertoire an Spielen daherkommen für die nächste Season. Aber wer weiß das schon? Was ist das traurigste Buch, das ich je gelesen habe? Bei mir war es mein Sparbuch. Ich glaube, ich habe nie ein trauriges Buch gelesen. Ich habe hauptsächlich so Douglas Adams und so gelesen, das ist und ähnliche und so Science-Fiction-Sachen. Da war eigentlich nie was Trauriges dabei. Manchmal war es nur traurig, wie schlecht die Geschichten sind. Also nicht von Douglas Adams, sondern von anderen Autoren. Aber das war nur ein Scherz. Stimmt auch gar nicht. Okay. Los geht's. Nein, ich habe aufs falsche Tor gesetzt. Und das habe ich jetzt davon. Au, ich werde hier voll umgerempelt. Oh, steh doch auf. Nein, ich komm nicht durch. Ah. Diese Massenkarambolagen vor dem Tor sind schon immer witzig. Wenn man hier als erster startet und durch die ersten zwei Tore durchkommt, ist das eigentlich voll der Nachteil. Weil früher oder später knallt man gegen ein Tor und dann kommt man nicht mehr hinterher. Kein Miss Marple, nee, habe ich nie gelesen. Habe ich nur geguckt früher, als Kind. Ich hatte das mal, das war eigentlich ziemlich cool. Ich hatte das mal, dass ich so ziemlich als Erster gestartet bin und als Einziger das erste Tor richtig geraten habe. Und dann hatte ich echt drei Tore hintereinander, die alle richtig waren. Und dann bin ich gegen die Wand gedonkt und bin irgendwie als 20. durchs Ziel. Aber so ist das eben. War cool für die paar Sekunden, wo ich ein Tor nach dem anderen richtig geraten habe. Schon wieder? Zu viel Wiederholungen heute. Schon wieder die Teamschweifjagd. Das ging beim letzten Mal nicht gut für unser Team aus. Ah, ich habe einen von Anfang an. Okay, gut. Abraxe, dankeschön. Voll nett von dir. Coolio. Vielen Dank für die nette Spende. Freut mich sehr. Das Gemeine ist auch, man sieht den von vorne nicht an, ob die schon einen Schweif hinten haben oder nicht. Manchmal flüchte ich dann vor anderen Schweifträgern und müsste es gar nicht. Oh oh, der zum Beispiel hat mich verunsichert. Oh oh, Moment mal, der hat auch einen. Und ich glaube, der ist jetzt auch von mir geflüchtet. Oh oh. Ah, okay. Ich bin ihm gerade einfach auf den Kopf gesprungen. Geht das? Meint ihr, ich kann meinem Angreifern einfach auf den Kopf springen und dann können die meinen Schweif nicht klauen? Ich traue mich nicht, es zu testen, aber... Oh, oh, nein! Ah, das war abzusehen. Aber ich habe einen. Ich habe einem anderen Grün wieder einen abgenommen. So bleibt alles im Gleichgewicht. Nee, doch nicht. Ach, das ist natürlich jetzt blöd, so kurz vorm Schluss den Schweif zu verlieren. Ist natürlich gemein. Ich habe ihn. Ich liege am Boden. Irgendjemand anders hat ihn. Ich habe ihn wieder laufen. Ja, warte mal. Ich könnte eigentlich meinem Team helfen. Hier, komm her. Ich halte ihn fest. Oh oh, ich biege mal ab hier. Mir wird's zu brisant.
Mist. Was? Mein Schwein wurde geklappt? Wann ist denn das passiert? Das war gerade ein komischer Glitch, oder? Da war doch keiner in meiner Nähe. Plötzlich macht's Puff und mein Schwein ist weg. Aber wir haben genug. Kein Problem. Ah. Warte, ich hatte den doch. Habt ihr das gesehen? Irgendwas stimmt doch hier ganz und gar nicht. Erst verliere ich auf magische Weise meinen Schweif und dann packe ich den. Ich habe ihn festgehalten. Ich habe die Animation gesehen, aber krieg seinen Schweif nicht. Was ist denn hier jetzt los? Es stimmt doch gar nichts mehr. Wir haben trotzdem gewonnen. Aber verdammt nochmal. Das war aber nicht nett jetzt gerade. Werderhog postet gerade was. Warte mal, neue Level und Minispiele. Wo sehr naheliegend ist, dass Folger demnächst weitere Level spendiert bekommt. Woher kommt denn die Info? Wie die Spieldesigner in einem Interview mit Pushsquare. Okay, danke, hat sich erledigt. Noch konkretisieren soll es sich dabei sowohl um neue Maps zu bereits bekannten Runden als auch komplett neue Minispiele handeln. Demnächst, na gut, was heißt demnächst? Aber wahrscheinlich nicht 2 Monate. Das stimmt. Hat in einem Interview mit IGN in Zukunft blicken lassen. Schleimkraxler und weitere Minispiele. Ich muss mal das hier machen, aber gut. Oh, das ist auch übel, finde ich. Das ist voll hart. Ich finde, das ist auch richtig schwer und richtig frustrierend unter Umständen. Im Endeffekt kann man kaum so schnell reagieren, wie die Früchte hier auf einen runterprasseln. Einmal kurz hinfallen und zack, ist mal ganz hinten. Oh oh. Ah. Und da sagt, soll denn noch jemand sagen, dass Früchte gut für einen sind? Das war knapp. Oh, das war beinahe echt noch gemein, das letzte Holzstückchen da. Aber das ist gut gelaufen diesmal. Okay. Das für weitere Minispiele, so soll Schleimkraxler das für viele schwerste Minispiel bisher spätestens alle 6 Monate komplett anders sein. Aha, als jetzt. Okay. Dieser Zeitraum soll für die meisten Aktivitäten im Spiel gelten. Alle 6 Monate, das ist für die demnächst. Aha, na gut, von mir aus. Also 6 Monate lang können die paar Spiele jetzt aber ehrlich gesagt nicht so ganz motivieren, oder? Aber vielleicht bezieht sich das nur auf Veränderungen in Spielen, die schon im Spiel sind und nicht um neue. Wer weiß. Okay, neue Features konkret noch nicht verraten. Crossplay, ja gut, davon kann man ausgehen, das stimmt. Local Co-op wäre auch cool. Creator-Modus, wo man seine eigenen Level macht. Sind aber nur Vermutungen von der Quelle. Ja, okay. So, nein, verdammt. Jetzt müssen hier Teams durch so viele Ringe wie möglich hechten. So wie ich es gerade grandios vermasselt habe. Und unser Team allgemein aber auch ein bisschen. So. Wir sind ganz schön hinterher. Jetzt müssen wir aber mal ein paar Punkte machen. Nein, Mist. Ist mir einer zuvor gekommen. Ja, ich sehe uns jetzt schon ausscheiden. Das wird nichts mehr hier. Ha, mein Ring. Der auch. Komm, lauf. Und der auch. Nein, okay. Man kann nicht alles haben. Yes, das zählt noch. Ja, wir holen auf. Sehr gut. Sehr gut, Teammitglieder. Team Rot ist ein bisschen crazy, aber Team Gelb können wir besiegen. Wir müssen nur die Ringe finden. Okay, danke. Ich hab's vermasselt. Mich irritiert es hier, dass hier da und die Schatten vorbeifliegen. Ich meine immer, da sind Ringe, aber da sind gar keine Ringe. Das sind nur Schatten. Okay. Nein, oh Gott. Blauer Dino, räche mich. Nein, der blaue Dino hat es auch nicht geschafft. Kommt mal noch irgendwer durch den Ring? Ja, gut.
Geschafft. Sehr gut. Ha! Yes! Sehr schön. Also ich denke auch, das Spiel wird definitiv auch noch für alle Konsolen kommen, wo sie es jetzt noch nicht gibt, und Crossplay halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Für Katzenfutter, Abraxe, lese ich jetzt erst. Dankeschön. Das ist echt ganz cool. Wir haben jetzt nämlich auf Amazon irgendwie so ein Abo, ein Katzenfutter-Abo abgeschlossen. Wir kriegen jetzt irgendwie jeden Monat einfach gleich so ein Paket mit dem ganzen Katzenfutter fürs Monat und da sparen wir ein paar Euro wieder. Yes. Schon wieder das hier. Weggehext. Ups. Puh, das war knapp. Jetzt haben wir eben genau das Problem, jetzt halte ich mich hier relativ lang, aber fall halt dann einfach 5 Stockwerke, weil schon alles weggenagt ist. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob am Anfang so lange oben bleiben überhaupt wirklich Sinn macht. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die bessere Strategie nicht tatsächlich ist, relativ früh schon relativ tief zu fallen. Vielleicht jetzt nicht auf die unterste Ebene, aber ich glaube, es macht zumindest keinen Unterschied, oder? Oh, das war jetzt natürlich gemein. Aber vielleicht sollte ich beim nächsten Mal versuchen, auf die vorletzte Ebene oder so absichtlich zu stürzen und die komplett abzugraben. Aber dann falle ich wahrscheinlich mit allen anderen gleich auf die unterste oder so. Ich weiß es nicht. Man kann ja mal rumexperimentieren. Im Grunde haben die das mit Vollgas genauso gemacht wie dieses Auto-Fußball. Wie heißt das gleich nochmal? Das war nämlich auch ein PS Plus-Spiel, gleich nach Release. Und dadurch dann quasi gleich mal bam, riesen super viel Zuschauer und wurde zum bis heute sehr erfolgreichen Spiel. Genauso hat es Fall Guys auch gemacht. Ich glaube, das ist echt eine gute Idee für so Partyspiele, für so spaßige Multiplayer, dass die ihr Spiel möglichst unter die Leute kriegen erstmal. Und dann kann man immer noch nachträglich monetarisieren. Aber beide sind ja eigentlich keine Free-to-Play-Spiele. Aber es hat halt nicht jeder ein PS4-Abo. Oder so Abos laufen auch mal aus. Ich glaube, das ist keine schlechte Strategie. Mache ich dann bei meinem Landscript Bird Rider-Spiel auch so. Das wird aber weder ein Partyspiel noch multiplayerfähig noch sonst irgendwas. Trotzdem, das wird super.